Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den Extended Workbench Mod vor. Dieser fügt euch eine doppelte Workbench hinzu, aber mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Okay, hier wären wir auch schon wieder. Also, diese Workbench müsst ihr jetzt nicht unbedingt craften, also jetzt gibt es jetzt kein neues Crafting-Rezept dafür, sondern ihr nehmt einfach zwei Workbench oder sagen wir einfach zwei Werktische auf Deutsch, weiß nicht, ich spiele nie auf Deutsch Minecraft. Und platziert ihr einfach nebeneinander, da verbindet sich das und dann seht ihr, das ist dann so groß hier. Okay, dann gibt es hier noch neue Items, denn durch diese Funktion kann man halt also andere Sachen craften. Die werden wieder oben links eingeblendet, wie beim letzten Video. Und beim letzten Video haben wir 93 Likes geschafft. Also jetzt zumindest, was ich gerade noch gesehen habe. Also bis, wenn ihr es seht, dann ist es wahrscheinlich noch mehr. Also ich würde mich freuen, wenn wir wieder 50 Likes schaffen würden. Das wäre richtig cool. Ja, okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit den ersten Items. Und zwar mit den Extended Wood Tools. Okay, fangen wir an mit dem Extended Wooden Sword. Also es ist so, alle Schwerter aus diesem Mod sind halt halt extra groß und sie sind halt stärker als die normalen Holzschwerter zum Beispiel oder normale Dia-Schwerter. Sie haben mehr Haltbarkeit und damit kann man Blöcke 50% schneller abbauen. Wie man jetzt gerade gesehen hat, ging das recht schnell. Also sogar ziemlich schnell für ein Schwert. Und ich kann ja mal zeigen, wie stark das ist. Komm, weg damit, so. Okay, ein Schlag, zwei Schläge, drei Schläge. Mit einem Holzschwert wird man noch lange nicht so schnell das machen können. Gut. Okay, jetzt kommen wir zu den Schaufeln. Alle Schaufeln aus diesem Mod, das ist jetzt immer allgemein gesagt, also alle Schaufeln aus diesem Mod machen 100% bauen die schneller ab als die normalen, also die einfachen Versionen, zum Beispiel ist hier Wooden Schaufel. Sie machen, haben 100% mehr Haltbarkeit, 50% größere Reichweite und 50% stärker sind sie, wenn man sie als Waffe benutzt. Genau das gleiche gilt auch für die Pickaxe und für die Axt. Für die Haue ist es noch ein bisschen anders, da ist es halt extra geregelt. Und zwar hat sie 100% mehr Haltbarkeit. Und da ist es so, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer einfachen Holzhoe vergleiche, wo ist sie denn? Da. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit einer normalen Hoe das mache, zack. Und so. Das ist dunkler. Und das heißt, hier kommt diese Grasschicht nicht so schnell zurück wie hier. Und das ist das gleiche, als wenn man zum Beispiel da Wasser neben platziert, dann ist es auch so dunkel. Da hat man gesehen, ging jetzt ziemlich schnell wieder weg. Also kam wieder ganz schnell die Schicht da. Und das ist halt der Vorteil an den Extended Hose. Okay, die anderen Tools sind halt immer genauso. Sie haben halt immer mehr Prozent als die einfachen Versionen, habe ich schon gesagt. Dann bei den Rüstungen gibt es halt auch nochmal Extended Leder, Iron, Gold und Diamant. Und da ist es so, dass die halt 50% mehr halten und halt mehr Schaden absolvieren. Und wie viel genau steht da jetzt nicht. Also das kann der Modmacher auch nicht beschreiben, steht da so. Und auf jeden Fall sind die viel, viel besser, diese Rüstungen. Können wir sie jetzt einfach mal anziehen. Mal gucken. Okay. Ja, sehen aber auch wirklich ganz cool aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit den nächsten Items. Okay, machen wir weiter mit dem Extended Bow. Der hat 50% mehr Haltbarkeit und schießt auch die Pfeile 50% schneller. Aber 20% langsamer ist es, den Bogen zu spannen. Und das ist halt nicht so schlimm, weil dafür fliegen die Pfeile einfach extrem schnell. Und man braucht jetzt nicht so leicht so den Weg berechnen, so krass. Also ist echt cool, mit diesem Bogen zu schießen. Und der ist auch extrem stark, wenn ich das jetzt einmal hier demonstrieren kann. Oh, ein bisschen zurückgehen. Eins, zwei. Also Damage macht er richtig gut. Also richtig viel. Und der Bogen sieht auch wirklich sehr nice aus. Hat er so zwei Spitzen vorne. Ja, und ich würde sagen, wir machen dann jetzt weiter mit dem nächsten Item.
Okay, weitermachen wir mit der Extended Fishing Rod. Die wirft 20%, also mit 20% kann man schneller Fische fangen. Sie hat 50% mehr Haltbarkeit und ja, zack. Und 50% hat fliegt halt der Haken schneller. Und man hat auch eine bestimmte Chance, halt ja, schon gebratene Fische zu fangen. Können wir nochmal gucken, ob wir jetzt vielleicht nochmal einen fangen. Aber wie man gerade schon gesehen hat, ging es ziemlich schnell. Jetzt auch wieder ziemlich schnell. Ja, okay, schade, haben wir jetzt nicht bekommen. Aber ja, die Funktion ist wirklich sehr cool. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Item. Okay, als nächstes kommen wir zu dem Extended Flint and Steel. Das ist wirklich sehr cooles Feuerzeug. Und zwar, die Flamme hält zweimal so lang wie bei einem normalen Feuerzeug. Damit könnt ihr einmal auch Monster oder halt andere Mobs sofort in Flammen setzen. Kann ich mal kurz zeigen. Und es hat halt auch 50% mehr Haltbarkeit. Dann können wir Rechtsklick machen und sofort brennt er. Also man muss nicht erst den Boden anzünden. Auch wirklich sehr coole Funktion, dass man den Creeper sofort anzünden kann. Hier, zack. Also ich finde die Funktion wirklich sehr, sehr geil. Und jedes Mal, komm. Ja, verbrennen mal schön. Ja, jetzt ist er tot. Okay, jetzt kommen wir zur Extended Shears. Kommen wir, Shears. Egal, auf jeden Fall, damit könnt ihr halt 50% schneller halt Blöcke, also ja zum Beispiel Laub oder ja Schafe halt scheren und sie hat 50% mehr Haltbarkeit und 100% mehr Loot bekommt ihr. Kommen wir jetzt mal hier, zack, sieht man, wir haben 6 Blöcke bekommen, jo, jetzt hier 5, also es ist wirklich richtig krass. Zum Beispiel auch hier mal, zack, wie schnell das geht und wie viel wir einfach bekommen. Also auch wirklich eine sehr, sehr coole Schere. Und ich finde auch, die lohnt sich eigentlich zu craften. Besonders, man hat einfach sau viel Wolle, wenn man nur ein paar Schafe schon sich hält. Ja, wirklich sehr coole Funktion. Okay, jetzt kommen wir zum Extended Kompass. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Der hat nämlich die Funktion, dass, jetzt wenn wir also einfach mal Rechtsklick machen, kommt dieses Menü hier. Also hier kann man einmal den Spawnpoint Hide machen oder auch also Show machen. Und dieser, das ist halt diese Standard rote Nadel für den Spawnpoint. Ja, wenn man halt einen anderen Spawnpoint hat, dann kann man den ja ausstellen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wenn man ein Bett hat, ob das dann, ob das dann angezeigt wird. Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Und zwar da zeigt er mir an, dass ich lang muss. Aber wir machen unser Bett mal hier hin. Wir machen einmal Nacht und legen uns einmal hin. So. Okay, und nee, er zeigt uns immer noch den Spawnpoint an. Okay, das finde ich ein bisschen schade. Aber wenn man den behalten will, ist das aber auch, ja, die Funktion auch ganz okay. Und dann gibt es noch die weitere Funktion. Hier steht überall Show und Delete. Und Unused steht hier. Denn man kann mehrere Points haben, zum Beispiel, man muss halt ein Schild haben, zum Beispiel, man nennt es jetzt hier Test und darunter schreibt man eine Farbe, zum Beispiel Red, zack, und dann nimmt man den Kompass und macht Rechtsklick, dann sieht man, haben wir eine zweite Nadel, die uns zeigt, wo dieses Schild ist. Dann können wir jetzt hier mal zweites machen, jetzt nennen wir das Test 1, oh, egal, na ja, okay, komm, so. Geht ja gar nicht so. Egal, erst 1 und das nennen wir, machen wir zum Beispiel gelb. Zack, und machen Rechtsklick drauf. Jetzt haben wir hier die gelbe Nadel. Das können wir halt bis zu 5 Stück machen. Das geht auch zum Beispiel mit Blue. Kann ich ja mal zeigen. Blue müsste eigentlich auch gehen, soweit ich weiß. Ja, Blue geht auch. Und wenn wir jetzt nochmal Rechtsklick machen, können wir hier zum Beispiel Delete oder auf Hide machen. Auch ganz coole Funktion, dass man die auch einfach ausstellen kann. Und ja, ich finde den Kompass auch wirklich sehr, sehr nützlich. Also mit das nützlichste Item. Okay, dann kommen wir jetzt auch noch zur Extended Map. Die verstehe ich nicht so ganz. Man kann jetzt zum Beispiel Rechtsklick drauf machen und dann sehen wir, wie sich das hier aufbaut. Und halt auf der Homepage steht, man kann mit Plus und Minus kann man ranzoomen, aber bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Dann soll es doch irgendwie geben, dass wenn man im Crafting Table oder irgendwie so war das, Diamanten daneben tut, dann hat man halt da irgendwie noch eine größere Version davon oder irgendwie alles herum ist dann sofort auf der Map eingezeichnet oder abgebildet, sagen wir so. Und das funktioniert bei mir irgendwie auch nicht. Also das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also wenn es einer von euch weiß, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich denke, die diesen Mod installieren werden oder auch haben jetzt schon vielleicht, ja, wird es wohl interessieren, wenn sie es auch nicht wissen.
Okay, ja, das war's dann jetzt auch vom Ingame-Part. Wenn der Mod euch gefällt, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, hier wären wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods. Was ihr benötigt, sind diese beiden Dateien. Einmal der Mod selbst und die Microforge als Installer. Dafür geht ihr einfach auf den Link, den ich wie immer in die Beschreibung setze. Scrollt ihr einfach runter und klickt bei beiden hier auf Download. Dann öffnen wir mit Start und R das Fenster ausführen und geben dort %appdata% ein und drücken auf OK. Dann gehen wir in den Punkt Minecraft Ordner. Dann gehen wir einmal in den Versions Ordner und wir sehen, hier haben wir keine Forge installiert. Also machen wir Doppelklick auf den Installer. Wählen hier Install Cleaned aus und drücken auf OK. Müssen wir kurz abwarten. So, jetzt ist die Forge schon installiert. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt müsste Minecraft einmal starten, damit der Mods Ordner sich bildet wegen Forge halt. Und ja, dann geht ihr da rein oder ihr stellt ihn halt manuell. Und dann zieht ihr einfach diesen Mod hier rein. Und so ist der Mod auch schon installiert. Ist eigentlich nicht schwer. Wenn es Probleme gibt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir versuchen so gut wie möglich alles zu beantworten. Okay, dann war es jetzt zu diesem Video. Ihr könntet ja auch vielleicht mal Mod-Vorschläge machen, weil momentan gibt es echt nicht so viele Mods, die wir reviewen können. Also wäre echt eine coole Sache. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.